Das ist einfach so eine Übung, die wir gerne mal machen, damit man auch so ein bisschen reflektiert und sich auch mal bewusst wird, was man wirklich geschafft hat über die letzte Zeit. Konstruktiv und kollaborativ. Alle haben ihr Feedback gegeben, was lief in den letzten Wochen gut, was lief schlecht. Es wurde teamübergreifend teilgenommen und jeder hat seine Gedanken und seine Einschätzungen einfließen lassen. Das war eine super Teambuilding-Maßnahme, um sich einfach zu wissen, wie tickt er eigentlich, weil wir sind ja eine komplette Remote-First-Company. Was mir das gegeben hat, ist sehr viel Zuversicht und auch die Bestätigung, dass die Arbeit und das Team in sich gut funktioniert und das Ganze eben weiterhin Spaß macht. Dass mir nochmal bewusst geworden ist, was sind eigentlich die wirklichen Pain-Points von Kollegen und auch natürlich auch von mir und was jetzt die nächsten Steps sind, wie wir auch als Team uns verbessern können, um diese Painpoints im Endeffekt dann auch zu reduzieren. Auf der einen Seite natürlich für die positive Seite, Leute sind motiviert, man kreiert den Teamwert, man spricht auch mal das aus, was man die ganze Zeit denkt. Wir wollten einfach sicherstellen, dass alle wirklich Pressing Issues schon im OKR-Step mit involviert sind, was sie sind glücklicherweise jetzt als Resultat des Workshops, sodass wir wirklich auch das Leben von allen einfacher machen können und ein noch schöneres Arbeitsumfeld schaffen können. Ja.